Herzlich willkommen zum heutigen Webinar, warum es heute so einfach ist, nebenberuflich zu gründen. Und mit an Bord ist mein Kollege Marco Hapschick von der Gründerplattform und Peter Lutsch und Juliane Benath von Zeitpreneur. Genau, wir freuen uns, dass wir euch heute zur Verfügung stehen, auch mit euren Antworten. Und dann starten wir gleich. Ich würde auch am Anfang gleich mit einer Umfrage starten. Würde euch jetzt erstmal bitten, die Frage zu beantworten, warum möchtest du nebenberuflich gründen? Genau. Also gerne jetzt antworten. Was ist euer Ziel, wenn ihr diese Frage liest? Genau, es füllt sich schon ordentlich. Genau, ich denke, das ist, würde ich jetzt als beendet betrachten und würde mal einmal die Umfrage beenden. Marco, willst du sie auswerten? Ich springe da mal kurz rein. Mein Name ist Marco Hapschick. Ich begrüße euch ebenfalls sehr herzlich. Auf die beiden weiteren Teilnehmer und Mitveranstalter dieses Webinars kommen wir gleich. Aber wir können ja hier schon mal einen Blick auf die Ergebnisse werfen. Also wir hatten ja gesagt, kein Risiko eingehen ist eine Option, warum man nebenberuflich gründen kann. Das haben von euch 12% angekreuzt. Mein Hobby zum Beruf machen ist ein Viertel. Zusätzlich Geld verdienen sind 30%, einfach mal ausprobieren sind 14% und sonstige Gründe sind dann auch nochmal knapp ein Fünftel. Das ist ein ziemlich buntes Bild, aber genau so ist, glaube ich, auch das nebenberuflich Gründen. Ich glaube, das ist ein schönes Bild, was sich hier zum Anfang schon mal so darstellt. Bea, ich glaube, wir können dann gleich die zweite Umfrage machen. Genau, würde ich jetzt auch nachlegen. Und zwar in der zweiten Umfrage wollen wir von euch wissen, in welcher Gründungsphase steckst du gerade? Genau, es wäre wieder schön, wenn ihr antwortet, damit wir ungefähr wissen, wo ihr gerade steht, was euch gerade so beschäftigt. Habt ihr schon gegründet? Steht euer Konzept möglicherweise schon? Oder habt ihr erst die Idee im Kopf? Oh ja, das ist ja auch ein ziemlich rundes Bild. Ja, ich glaube, da kann ich auch gleich die Ergebnisse schon mal präsentieren. Dann können sich Peter und Juliane da auch schon mal drauf einstellen. Also ungefähr ziemlich genau die Hälfte von euch hat eine Idee im Kopf. 31% sagen, sind schon ein bisschen weiter, es gibt ein Konzept. 5% haben schon gegründet und 16% sind auf der Suche nach Inspiration. Also auch von daher ein sehr, sehr buntes Bild. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Ja, genau. Vielen Dank für eure Teilnahme am Anfang. Bevor es jetzt losgeht, wollte ich euch ganz kurz einmal die Agenda ganz kurz vorstellen, damit ihr wisst, wie heute unser Fahrplan ist. Also im ersten Teil beschäftigen wir uns mit allgemeinen Fragen rund um das Thema nebenberuflich gründen. Und im zweiten Teil geht es dann um organisatorische und bürokratische Fragen, die bei einer nebenberuflichen Gründung auftauchen. Genau, und jetzt würde ich gerne an meinen Kollegen Marco abgeben und wünsche euch viel Spaß. Ja, vielen Dank. Peter und Juliane, ich glaube, ihr müsst euch gleich mal auch vorstellen. Ihr habt jetzt ganz brav gewartet. Und Peter, bei dir würde ich die Frage gleich anschließen. Wir haben ja den Titel des Webinars gemacht, warum es so einfach ist, nebenberuflich zu gründen. Und wird das populärer? Gib uns noch mal einen Einblick aus eurer Arbeit. Ja, auch ein Hallo von mir. Ich bin Peter Lutsch. Ich habe zusammen mit Juliane Benath vor 4 Jahren die Zeitpreneur-Plattform gegründet. Und da dreht sich eben alles ums Thema nebenberufliches Gründen. Wir waren selber nebenberufliche Gründer bzw. Gründerinnen und wollten da eben eine Austauschplattform zu dem Thema bieten. Und so ist das Ganze
gestartet, dass wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Und was wir halt gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass dieses Thema nebenberufliches Gründen immer relevanter geworden ist. Und wir sehen auch immer wieder, dass es so ein bisschen als vom Thema her als Nische wahrgenommen wird, was es aber tatsächlich nicht ist. Also die aktuellen Zahlen schauen so aus, dass es inzwischen im letzten Jahr 377.000 Neugründungen im Nebenerwerb gab und dem stehen so ungefähr 250.000 Vollerwerbsgründungen gegenüber. Also das ist gar kein kleines Nischenthema. Was wir halt aber auch immer feststellen ist, dass wenig Menschen darüber sprechen, dass sie nebenberuflich gründen. Hat, glaube ich, viele Hintergründe. Zum einen vielleicht, dass man ja sich nicht so selbstbewusst nach draußen präsentiert, wie vielleicht ein Vollzeitgründer, der all in geht. Und dass man vielleicht auch erst so ein bisschen im stillen Kämmerlein vor sich hinwerkelt, bevor man damit rausgeht und darüber erzählt. Genau. Wir steigen da ja auch gleich ein. Ich würde aber gerne an Juliane die Frage mal loswerden. Und da schließt ja auch ein bisschen auch daran an. Brauche ich denn eine bestimmte Grundqualifikation, wenn ich nebenberuflich gründen will? Ist das irgendwas Besonderes oder kann ich einfach alles machen? Also erstmal freue ich mich auch hier zu sein, mit euch hier heute über das nebenberufliche Gründen zu sprechen. Und ich freue mich auch, dass viele Frauen mit dabei sind, denn das ist mir so auch ein bisschen ein Anliegen, dass wir Gründerinnen auch mehr in die Sichtbarkeit gehen, mehr darüber sprechen, was wir Tolles auf den Weg bringen. Und gerade nebenberufliches Gründen ist auch immer wieder ein super Einstieg, gerade für Frauen. Aus verschiedensten Gründen, auf die wir bestimmt noch eingehen, eben lieber erstmal nebenberuflich als all-in zu gehen. Und aus meiner Sicht, na klar, es gibt bestimmte Dinge, mit denen ich mich selbstständig machen kann. Da braucht es bestimmte Abschlüsse, Meisterzertifikate oder, mit Sicherheit. Man kann nicht alles machen. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich einen Friseursalon aufmachen könnte, ohne einen geraden Pony schneiden zu können. Aber tatsächlich gerade das nebenberufliche Gründen, da braucht man so wenig eigentlich dafür, gerade von zu Hause aus. Man braucht einen Internetanschluss, einen Laptop, ein Smartphone und dann gibt es schon so viele Geschäftsideen, die man nebenberuflich umsetzen kann, ohne jetzt dies oder jenes Zertifikat zu haben. Na klar braucht man Know-how, aber gerade das Drumherum, was es eben auch braucht, Unternehmerin, Unternehmer zu sein, das kann man und das wird man auf dem Weg lernen, das kann man sich aneignen, nicht? Ein gewisses Know-how braucht es und die Idee, aber man muss jetzt auch nicht hochstudiert sein, um Unternehmerin zu werden oder Unternehmer. Ja. Liebe Leute da draußen, nochmal der Hinweis, wenn ihr jetzt schon Fragen habt, dann schreibt das gerne schon in den Chat. Wir greifen das immer zwischendurch schon mal auf. Und mich würde jetzt dann nochmal interessieren, also würdet ihr es irgendwie auf den Punkt bringen können, wenn man so über Vor- und Nachteile mal nachdenkt bei nebenberuflichen Gründen, kriegt man das irgendwie zu packen? Ja, ich denke absolut. Der größte Vorteil, den wir auch immer wieder genannt bekommen in unserer Arbeit, ist, dass einfach das relativ risikolos ist. Ich meine, grundsätzlich haben wir in Deutschland ja ein gutes Sozialsystem, was den selbst beim Scheitern einen relativ gut aufhängt. Aber gerade beim nebenberuflichen Gründen hat man ja noch viel weniger Risiko, weil man ja finanziell durch den Hauptjob meistens noch abgesichert ist. Das ist so, glaube ich, der wichtigste Vorteil. Der größte Nachteil, weil die gibt es natürlich auch, ist so ein bisschen die Zeitressource und die wenige, also Zeitressource persönlich, weil man wahrscheinlich viel weniger Freizeit hat, wenn man eben noch nebenberuflich gründet. Aber auch natürlich für das eigene Business eine geringere Zeitressource zu haben, weil man eben nur in den Abendstunden oder vielleicht an den Wochenenden an den Themen arbeiten kann und sich da sehr gut strukturieren muss. Also ich glaube, das ist so das größte Für und das größte Wider, was wir immer hören. Ja. Die große Frage, glaube ich, ist auch, was für ein Ziel verfolgt man hinter seiner nebenberuflichen Gründung? Also hat man das Ziel, ich möchte davon irgendwann einmal frei, selbstbestimmt, was ja jetzt gerade auch sehr oft ist, irgendwo leben können, von überall aus arbeiten und damit meinen Lebensunterhalt verdienen? Oder möchte ich einfach nur einen Ausgleich vielleicht zu meiner Anstellung haben? Also ich erinnere mich da an ein Interview mit einem Fluglotsen am Frankfurter Flughafen, der liebte seinen Job,
der hat den auch super gern gemacht und oder macht ihn auch immer noch so, macht ihn auch immer noch. Aber er wollte eben auch unternehmerisch noch ein paar Dinge austesten und machen und hat das eben nebenberuflich gemacht. Für ihn stand überhaupt nicht in Frage, seine Anstellung zu kündigen und nur noch Unternehmer zu sein. Oder auch im Bekanntenkreis habe ich viele, gerade Frauen, die ihren Job auch mögen, das gern machen. Eine arbeitet total gern mit Zahlen und Statistiken, ist aber nebenbei auch noch Pilates-Lehrerin. Und die gibt 1-2 Kurse die Woche und das reicht ihr vollkommen aus. Und dann macht sie das in der Zeit. Und an den anderen Tagen oder eben 5 Tage die Woche vormittags geht sie halt in ihren Hauptjob. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Was für eine große Vision man hat, wo will man hin mit seinem nebenberuflichen Business? Habt ihr Zahlen oder Erfahrungswerte, wie viele Leute überhaupt einen Hauptjob dann daraus machen? Also wir haben letztes Jahr eine eigene Studie gemacht zu dem Thema und haben auch diese Frage abgefragt. Und es ist tatsächlich so, dass 40% ungefähr gar nicht vorhaben, ihren Job zu kündigen, aber 60% langfristig schon in die Vollzeit-Selbstständigkeit gehen wollen oder ins Vollzeitunternehmertum, aber diese Phase bis nebenberuflich gründen sozusagen als Markttest ansehen, um zu schauen, ob ihre Idee ein Potenzial hat. Ja. Super, ich würde jetzt gerne mal in die Fragen des Chats aufgreifen. Genau, und Wolfgang fragt. Genau, da ist jetzt eine Menge gekommen und die können wir jetzt erstmal ja durchgehen. Wolfgang fragt, wie hoch ist die Success Rate nach 3 Jahren von nebenberuflichen Gründungen? Könnt ihr darauf eingehen? Also wir haben keinen signifikanten Unterschied gesehen zwischen, wenn man Vollzeit oder nebenberuflich gründet. Also die Ausfallquote, man sagt ja aber im Startup-Bereich, jedes 10. Unternehmen wird so richtig erfolgreich, 3 laufen so einigermaßen und 6 von 10 scheitern so ungefähr. Und das ist beim nebenberuflichen Gründen sicherlich auch so. Nur was sich halt ändert beim nebenberuflichen Gründen ist, dass die Phase, also diese Testphase meistens länger ist. Also bis dass man Ergebnis für sich zieht, funktioniert es oder funktioniert es nicht, weil die Gründungszeit länger dauert und weil man nicht sofort damit Geld verdienen muss. Das heißt, man ist ja erstmal abgesichert und kann so vor sich hin werkeln, probieren und verwerfen und wieder neu ausprobieren. Also da ist diese Phase, bis man diese Entscheidung trifft, ist es jetzt ein Erfolg oder nicht für mich, die ist länger. Aber sonst von den Grunderfolgsquoten ist es, glaube ich, kein Unterschied. Okay. Mhm. Auch bei unseren Interviewpartnern habe ich jetzt gerade mal so kurz überlegt, aus den letzten 3-4 Jahren, die wir so hatten. Es sind einige, die jetzt inzwischen das Vollzeit machen. Es gibt genauso viele fast, würde ich sagen, oder mehr, die es immer noch nebenberuflich machen. Und mir fällt jetzt tatsächlich nur eine Interviewpartnerin ein, da habe ich es jetzt gerade die Tage gelesen, die zumindest, also die war in Vollzeit und jetzt aber eine Anstellung sucht, also vielleicht das nur noch nebenberuflich dann weitermachen will oder gänzlich aufhört, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Okay, danke schön. Genau, Alexander, deine Frage ist ein bisschen individuell. Ich weiß nicht, ob wir hier tiefer darauf eingehen können, aber ich stelle sie trotzdem. Alexander fragt mich wieder das Thema, welche Rechtsform ist sinnvoll interessieren? Sind mehrere Partner, daher wird ein Einzelunternehmen schwierig. Könnt ihr da eine Prognose abgeben oder schon mal schauen? Oder ist das eher eine individuelle Beratungsgeschichte? Also, das ist natürlich schon sehr individuell, aber vielleicht grundsätzlich hilft eine Frage, die man sich selber stellen kann. Und das ist die Risikoabsicherung. Hat mein Geschäftsmodell ein hohes Risiko? Muss ich das durch zum Beispiel OG oder eine GmbH absichern, mich als Geschäftsführer in meiner Haftung? Oder kann ich das Ganze auch einfach als eine GbR zusammentreiben, weil das gar nicht so viele Haftungsrisiken gibt. Und natürlich hat es dann auch viele andere Faktoren, wie die steuerrechtlicher Natur sind und Aufwand eben bedeuten buchhalterisch, wenn ich jetzt nicht einfach eine GbR mache. Also da kommen viele Faktoren mit rein. Das müsste man sich schon sehr individuell anschauen, was da sinnvoll ist. Genau, ich... Meine ja, Vorschlag,
Genau, manchmal hat es auch so eine Frage nach der Außendarstellung. Also auch gerade dieses Thema hatte ich letztens in einem Interview. Da haben zwei gleich eine GmbH gegründet und da war ich recht überrascht. Das hört man ja gerade bei nebenberuflichen Gründern eher selten, zumindest so bei meinen Interviewpartnern, sind es wirklich oftmals Solo-Selbstständige, die alleine starten. Und sie sagte ganz einfach, das hat mit der Außendarstellung zu tun. Wir konnten nicht erst mit einer UG starten, weil wir wären dann am Markt einfach gar nicht gut wahrgenommen. Wir müssen da als GmbH auftreten und so fiel die Entscheidung einfach auch. Also da muss man sich einfach beraten lassen, was da der richtige Weg ist. Aber generell wäre mein Eindruck, dass sich das Thema Rechtsform wahrscheinlich nicht so sehr unterscheidet bei nebenberuflich oder hauptberuflich. Mhm. Denn das Thema Marktwahrnehmung hätte ich auch, wenn ich jetzt all in gehen würde, Vollzeit gründe. Und bei der Gründerplattform, wir sagen ja immer auch, mach erstmal dein Geschäftsmodell klar. Die Rechtsform wird sich irgendwie finden. Aber wir haben jetzt häufig irgendwie alle gelernt, die Rechtsform sei so super wichtig und muss ich als allererstes klar haben. Das stimmt aus unserer Sicht nicht. Viel wichtiger ist, dass ihr ein funktionierendes Geschäftsmodell findet. Und in einem etwas späteren Schritt könnt ihr dann die passende Rechtsform dazu suchen. Alexander, wir haben auf der Gründerplattform den Rechtsformfinder. Da gib mal oben in die Lupe ein Rechtsformen und du bekommst dann wirklich zu allen Rechtsformen nochmal genau ganz viele Tipps und ebenso, die dir helfen, eine gute Entscheidung zu treffen am Anfang. Und dann kannst du ja auch zu den Partnern gehen und dich mit denen nochmal besprechen. Aber dazu kommen wir später. Ja. Dann würde ich jetzt die Frage von Anna-Lena aufnehmen. Genau, die steuerlichen Aspekte. Ich glaube, da gehen wir später nochmal drauf ein, ne? Ja, ich genau. In der Tat ist das aber tatsächlich was aus meiner Sicht einer der schwierigsten Punkte ist. Da würde mich eure Meinung, Juliane und Peter, auf jeden Fall auch interessieren. Wir sind ja in Deutschland noch nicht wirklich warm mit diesen ganzen Nebenerwerbsmodellen und gemischten Berufsformen. Und also ist man jetzt angestellt, ist man selbstständig? Wie ist der Sozialversicherungsstatus und so? Das ist ja noch sehr, sehr viel alte Welt aus meiner Sicht. Das macht es ganz schön knifflig manchmal, weil man muss gucken, was passiert jetzt mit meiner Krankenkasse, ab wann, also wie viel Teilzeit muss ich noch arbeiten, damit ich noch nicht voll erwerbstätig bin und all so ein Kram. Was habt ihr denn da für Empfehlungen? Also zuallererst immer mit jemandem zu sprechen, der auch diese Aussagen steuerrechtlich machen darf. Das ist zum Beispiel ein Steuerberater oder auch ein Existenzgründungsbüro, wie bei der IHK oft vorhanden ist. Aber es gibt so eine Faustformel, sage ich mal, was zum Beispiel, wenn wir jetzt mal beispielsweise dieses Thema Krankenkasse ansehen, da gibt es die Faustformel, dass natürlich, wenn ich über meinen Arbeitgeber versichert sein möchte, dann muss ich auch meinen Haupterwerb aus dem Angestelltenverhältnis haben und darf nur 15 Stunden die Woche maximal in meinem Nebenberuf arbeiten. Das ist so eine Faustformel, da kann man sich das auf jeden Fall schon mal annähern. Grundsätzlich, Marco, ist es so, wie du sagst, es ist vieles noch nicht ganz klar und sicher. Das heißt, im Zweifelfall immer auch beim Finanzamt mal anfragen und sich eben steuerrechtliche Hilfe holen bei den Themen, weil es ist nicht immer ganz einfacher. Da gibt es ja verschiedene Themen. Wir haben die Krankenversicherung, wir haben die Besteuerung, die ganz normale Besteuerung, die Unternehmensbesteuerung, die sich jetzt aber grundsätzlich nicht von einem Vollzeitunternehmer unterscheidet. Die werden ja ganz genau gleich behandelt. Aber da wirklich nochmal sich da auch die Hilfe zur Hand zu holen, tut einfach gut und sichert einen selber auch ab. Ich glaube, was da auch nochmal ganz wichtig ist, obwohl das auch nicht unbedingt mit den nebenberuflichen Gründern zu tun hat, aber ist sich wirklich klar zu werden, sobald man selbstständig ist, dass das Geld, was man überwiesen bekommt für das, was man tut, nicht komplett einem selbst gehört. Ja, also während man ja schön aus der Anstellung kennt, hey, ich habe da meine, 3.000 Euro, die aufs Konto kommen und die kann ich jetzt für mich ausgeben, ist das ja eben bei 3.000 Euro Honorar nicht so. Und da gibt es ja auch ganz tolle Möglichkeiten im Internet,
da auch Rechner sich zur Hand zu nehmen. Und bei mir ist es auch so, jeder Umsatz, der bei mir reinkommt, ein gewisser Prozentsatz geht, lege ich für die Steuer zur Seite, ein gewisser Prozentsatz für die Krankenkasse. Und wenn dann das Finanzamt sagt, so und jetzt sind x-tausend Euro zu bezahlen, dann habe ich die auf einem extra Konto liegen und habe keine böse Überraschung und denke, oh mein Gott, ich habe das Geld ja ausgegeben, wo hole ich das jetzt her? Also das ist super wichtig, da auch als nebenberuflicher Gründer zu wissen, legt einen Teil davon einfach zur Seite. Ja, oder plant das gleich in eure Liquiditätssteuerung ein. Das ist ohnehin eine ganz gute Sache, dass ihr immer genau wisst, in 3 Monaten wird die Vorauszahlung XY fällig und so. Und dann ist das alles schon mal eingepreist. Prima. Ja, also eine ganze Menge von diesen Fragen, die wir jetzt angerissen haben, waren auch irgendwo im Chat. Ich habe auch eins gelesen, habt ihr einen Tipp für eine Community oder ein Portal? Würde ich sagen, haben wir, oder? Sidepreneur ist doch auf jeden Fall eine gute Adresse für alle Leute, die sich speziell mit dem Thema Nebenberuflichkeit auseinandersetzen wollen. Vielleicht sagt ihr bei der Gelegenheit nochmal 2, 3 Sätze, was man bei euch eigentlich alles kriegen und machen kann. Juliane, gerne. Ja, also wir sind ja das Portal sozusagen für nebenberufliches Gründen oder die Online-Plattform für nebenberufliches Gründen in der Dachregion. Und bei uns findet ihr vor allen Dingen halt Inspiration. Also wir haben ja gesehen, ganz viele von euch, die stehen noch am Anfang, kam vielleicht schon so eine Idee, wo es hingehen könnte. Und da bieten wir halt viele Informationen und auch Beispiele, wie andere ihren Weg gegangen sind in die nebenberufliche Selbstständigkeit oder von der nebenberuflichen Selbstständigkeit in die Vollzeit-Selbstständigkeit und bieten da eben viel Inspiration. Und wir haben auch eine Facebook-Gruppe, in der wir uns treffen und uns eben auch gegenseitig unterstützen und supporten bei Fragen, bei Feedback. Denn ja, die Geschäftsidee muss ja irgendwo auch getestet und validiert werden. Denn wie du gesagt hast, Marco, ohne Geschäftsidee brauchst du keine Rechtsform. Ist halt einfach auch wichtig, da Feedback zu bekommen und nicht immer nur von Friends and Family, die alles cool finden, sondern vielleicht auch manche, die ein bisschen kritischer schauen. Genau. Ich habe auch noch eine ganz wichtige Frage und die wird vielleicht bei vielen von euch im Kopf auch rumschwirren. Und zwar, wenn man nämlich angestellt ist, ob ich meinen Hauptarbeitgeber darüber informieren muss. Das raten wir sehr dringlich. Einfach auch allein schon deswegen, damit man weiß, in welchen Rahmenbedingungen man sich selbst bewegen darf. Wann ist es wichtig, vielleicht mit seinem Arbeitgeber in Austausch zu gehen? Ja, spätestens dann, wenn ich auch irgendwas anbiete nach draußen. Weil stellt euch mal vor, ihr macht irgendwie ein Posting über Social Media für euer Unternehmen und dann sieht es der Arbeitgeber und dann kommt es schnell mal zu Verstimmungen, zu Problemen, die vielleicht gar nicht nötig sind, weil es im Regelfall ein formaler Akt ist. Das heißt, ich gehe zu meinem Vorgesetzten, sage ihm, ich plane eine bestimmte Selbstständigkeit, kann das bitte aufgenommen werden? Und dann wird es von der Personalabteilung im Regelfall einfach so übernommen mit dem Umfang der Selbstständigkeit in eine Nebenabrede. Und in dieser Vereinbarung wird dann festgehalten, ich darf zum Beispiel 10 Stunden neben meinem Hauptjob das machen. Und dann ist es für beide Seiten natürlich eine Sicherheit zu wissen, in welchem Rahmen bewegt sich das. Es gibt natürlich Einschränkungen. Man darf nicht mit seinem Arbeitgeber in Konkurrenz treten. Und ich muss auch darauf achten, dass ich Urlaub und Ausgleichszeiten, die zur Erholung gedacht sind, auch zur Erholung nutze. Das heißt, ich darf jetzt keinesfalls meinen ganz normalen 40 Stunden Woche arbeiten und dann nochmal 40 Stunden für mein Side-Business verwenden, weil dann bin ich im Regelfall auch für meinen Arbeitgeber nicht mehr so zur Verfügung mit meiner Arbeitskraft, wie er das braucht und wofür er mich bezahlt. Also da bitte darauf achten, das nennt sich die berechtigten Interessen des Arbeitgebers zu wahren und natürlich sich das auch alles schriftlich geben zu lassen, weil dann sind beide Seiten sozusagen sicher, wie das Ganze abzulaufen hat. Ja. Und vielleicht braucht man auch gar nicht so groß Angst haben vor diesem Gespräch. Also ich erinnere mich da selbst noch bei mir ziemlich genau und Peter kann sich da bestimmt auch noch erinnern, wie viel wir da diskutiert haben. Aber tatsächlich, im Idealfall befruchtet es sich sogar gegenseitig. Ja, wenn mein Arbeitgeber mir erlaubt, dass ich
10 Stunden die Woche noch was nebenberuflich machen kann und mich da ernst nimmt, bin ich auch motivierter in meinem Job, als wenn er mich da immer nur noch jetzt triezt, mir schlechte Aufgaben gibt und sagt, nee, du bist ja nur müde, weil du den Nebenjob da oder das Nebenbusiness machst. Und man lernt ja so viel, man lernt ja unternehmerisch zu denken und bringt auch das ganz viel. Jeder Arbeitgeber gern, ja. Impulse und Tools, dann hofft man zumindest, dass manche Arbeitgeber vielleicht mögen das auch nicht, wenn auf einmal jemand mitdenkt, aber es kann eben, man wird auch ein besserer Mitarbeiter, ja, und das auf dieses Gespräch auch so zu steuern, dem Arbeitgeber also die Vorteile auch zu präsentieren, was es bedeutet, wenn ich jetzt auf einmal nebenberuflich mich auch noch verwirklichen kann. Ja, super Punkt. Ich würde aber auch auf jeden Fall sagen, die Leute sollen mal erst auch in ihre Arbeitsverträge gucken, ne? Weil oft gibt es da schon Festlegungen. Also zu diesem Wettbewerbsaspekt, den Peter gesagt hat, da steht mit Sicherheit was im Arbeitsvertrag, aber häufig gibt es dann da auch schon Aussagen dazu, ob das generell erstmal ausgeschlossen wird oder so. Und da könnt ihr dann auf jeden Fall anknüpfen. Genau, super. Ich würde jetzt ein paar Fragen aufgreifen, die Gründerplattform angehen. Genau, Bea, wir haben ja noch einen großen Praxisblock. Ja, genau. Und da kommen wir dann auch zu ein paar Fragen von euch. Zum Beispiel, ihr hattet gefragt nach Gründungscoaches und da Unterstützung. Wie kann die Gründerplattform dabei helfen, wenn ihr nebenberuflich gründen wollt? Und ich teile jetzt meinen Bildschirm und dann machen wir einfach mal eine Reise, wie Gründerinnen und Gründer sozusagen mit der Gründerplattform arbeiten können und wie die sozusagen auf die Gründerplattform kommen. Genau. Normalerweise, das kennt ihr selbst, man hat irgendwie Zeit und man sitzt zu Hause, jetzt gerade zu Corona-Zeiten besonders viel, und dann das Thema nebenberuflich gründen ist ein spannendes Thema natürlich, und so kommt auf die Gründerplattform. Die meisten arbeiten mit Google. Und jetzt befindet ihr euch auf einer Landingpage, die wir sozusagen zum Thema nebenberufliches Gründen erstellt haben. Und hier könnt ihr erstmal schauen und euch Informationen holen. Einmal lesen, was bedeutet das eigentlich für mich? Ihr hattet ja ein paar Fragen gestellt, die auch Juliane und Peter jetzt schon beantwortet haben. Natürlich auch auf deren Seite, aber auch wir von der Gründerplattform haben das Thema nebenberuflich aufgegriffen und haben sozusagen auch Beispiele für euch. Also mit echten Unternehmerinnen und Unternehmen haben wir gesprochen, und die haben eben, die zeigen hier ihren Weg, wie sie nebenberuflich gegründet haben. Und die Frage jetzt natürlich, ja, wo kann ich jetzt eigentlich mal Hilfe holen? Wie kann ich mir jetzt Unterstützung holen? Und hier bietet die Gründerplattform eine kostenlose Beratung. Und einfach auf diesen Button drücken, und dann könnt ihr jetzt eure Postleitzahl eingeben. Und zwar an dem Ort, wo ihr gerade gründen wollt. Ich mache das jetzt mal mit der 832. Und die gebt ihr hier ein. Und ihr könnt hier auswählen, sind das erstmal allgemeine Fragen oder einfach zur Geschäftsidee, und auf Suchen klicken. Und schon werden euch sozusagen Gründungsförderer, also quasi Profis, die euch unterstützen, Experten zu euren Fragen, ob das jetzt rechtliche Fragen sind, steuerliche Fragen, einfach Themen zur Geschäftsidee. Also wenn ihr unsicher seid, stellt die Frage. Und dann bekommt ihr Antwort. Und diese Beratung ist kostenlos von der Gründerplattform. Genau, also wir matchen quasi diejenigen in Deutschland, die in den Regionen sitzen, meinetwegen hier so eine IHK in Hannover, die matchen wir mit Leuten, die da hinpassen könnten, und bringen die in Kontakt über die Gründerplattform. Genau, und viele von euch waren ja gerade noch mit der Idee im Kopf sozusagen. Das ist ja ein spannendes Thema, weil wir ja mit der Gründerplattform auch schon ganz früh einsteigen. Und hier könnt ihr euch sozusagen inspirieren lassen. Also wenn die Idee, die ihr habt, möglicherweise noch verwandelbar ist und ihr sucht noch, dann gebt gerne über den Pendler ein, was kann ich gut, bin ich ein Typ sozusagen, der eher so ein Visionär
Und kann ich das, die Frage war ja auch bei euch am Anfang, muss ich jetzt irgendwie am Anfang überhaupt mich mit dem Thema so super gut auskennen oder muss ich eine Fachkraft dafür sein? Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann seht ihr schon, dass sich die Unternehmerinnen und Unternehmer, die wir fragten, dass die sich hier auch ändern. Und da könnt ihr dann raufklicken. Man kann vor allen Dingen auch gezielt natürlich nach Nebenberufsgründungen gucken, ne? Also unten steht ja, willst du in Vollzeit oder in Teilzeit starten? Genau. Wenn man den Filter benutzt, dann bekommt er ähnlich wie auch bei Juliane und Peters Portal hier eben diejenigen angezeigt, die die in Teilzeit gemacht haben. Genau. Richtig. Genau. Und, die und auch das Thema Videos sind die da eben interviewt und da könnt ihr reinspringen. Genau, hier oben die Lupe, das ist nochmal ganz wichtig, dieser Punkt. Wenn man hier Themen eingibt, wie zum Beispiel Nebengewerbe anmelden oder einfach nur Nebengewerbe. Na, das hat jetzt nicht geklappt, weil hier ein Rechtschreibfehler ist. Genau. Dann könnt ihr auch hier sozusagen euch Informationen vorab holen, lest die einmal durch und wenn dann Fragen sind, könnt ihr einfach wieder auf diesen kostenlose Beraten-Button gehen. Das könnt ihr jederzeit tun in eurem Gründungsprozess, wenn ihr mit der Gründerplattform arbeitet. So, wir hatten vorhin über Rechtsform gesprochen. Auch hier könnt ihr sozusagen das eingeben. Also alles das, was euch bewegt, da, wo ihr gerade steht und noch Informationen benötigt, gebt das hier oben über die Lupe ein und dann haben wir zu den allermeisten Fragen auch Informationen hinterlegt. Marco, fällt dir noch was ein? Mach mal. Ja, ich habe gerade noch eine Frage, war vorhin im Chat zur Scheinselbstständigkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob Juliane oder Peter dazu schon mal was sagen können, aber auch hierzu haben wir sozusagen Inhalte erstellt. Und da kann man sich das nochmal genau durchlesen. Was bedeutet das eigentlich? Genau. Für mich. Aber möglicherweise haben Juliane und Peter da auch noch eine Antwort zu. Also ich glaube, mit dem Beitrag bei euch ist man da schon ganz gut abgeholt. Kann ich eigentlich jetzt nicht so viel ergänzen zu. Ja. Wichtig wäre für mich, hier steht, wie kann man diese vermeiden? Also interessanterweise ist es bei der Scheinselbstständigkeit halt eigentlich so, nicht ihr müsst die vermeiden, sondern es ist immer ein Problem des Arbeitgebers. Also wenn das rauskommt, dass man irgendwie für einen Auftraggeber irgendwie zu lange nur gearbeitet hat, dann muss der halt die Sozialversicherung nachträglich zahlen. Und insofern ist das gar nicht so sehr euer Thema wie das eures Arbeitgebers. Kritisch wird es natürlich dann, wenn man eben nur einen hat, nicht? Und dem mit ihm wirklich den Hauptteil seiner Arbeitszeit widmet oder wenn es da auch so Geschichten gibt, wie dass man dort immer erscheinen muss, dass man dort im Büro einen eigenen Arbeitsplatz hat. Ich glaube, das sind auch nochmal so Dinge, worauf dann geschaut wird, inwieweit man da irgendwie der einem Weisungen geben kann, weil dann sieht es eben danach aus, als wenn man eben Arbeitnehmer wäre. Ja, genau. Ich habe gerade auch schon mal wieder nach Fragen geguckt, Bea. Ich glaube, wir können die ein oder andere hier nochmal einspeisen. Ne? Genau. Zum Förderfinder können wir nachher noch was sagen. Also ihr findet auch den Förderfinder auf der Gründerplattform und da gebt ihr ganz individuell eure Daten ein. Also da können wir jetzt gar nicht so viel zu sagen. Die KfW hat ja unterschiedlichste Produkte auch auf der Gründerplattform platziert. Alles sichtbar über Finanzieren und dann Förderung finden. Ich kann das auch gerne näher noch mal teilen. So, aber genau, eine Frage ganz spannend, die natürlich auch Vollerwerbstätige ist, natürlich, wie man nach der Gründung an die ersten Kunden kommt. Das ist ein Vertriebs- und Marketing-Thema. Juliane? Vertrieb, hurra! Ja, immer wieder auch eine gern gestellte Frage. Es ist einfach eben,
sucht euch Communities, sucht euch, bildet euch ein Netzwerk und sprecht über eure Idee. Nicht? Und indem ihr eben dann mal, wenn es zum Beispiel um Website-Gestaltung geht, mal für jemanden etwas macht aus dem Bekannten, aus dem Freundeskreis. Oftmals ergibt es sich wirklich eben aus den nahesten Menschen, mit denen man sich umgibt, dass man eben seine Idee, die man hat, eben da mal umsetzt, vielleicht auch für kleines Geld oder dafür, dass man dann eben auch als Beispiel, als sogenanntes Testimonial zur Verfügung steht. Und dann eben, ja, die Online-Welt ist voll von Gruppen, wo man sich mit anderen Selbstständigen treffen kann und vernetzen kann. Und natürlich geht es nicht darum, also wir erleben das auch in unserer Community, ganz, ganz stupide Posts, wo es nur darum geht, da aus der Community jetzt Kunden zu gewinnen. Aber man kann das ja auch eben geschickt anstellen, indem man sich einbringt, indem man kostenlos mal Tipps gibt, indem man Mehrwert stiftet für die Gemeinschaft und dann natürlich auch in positiver Erinnerung bleibt und dann eben auch angefragt wird für die Dienstleistung oder für das Produkt. Ich würde natürlich sagen, die Frage lautete ja, wie finde ich nach meiner Gründung die ersten Kunden? Und da würde ich die Frage eigentlich gerne umformulieren. Eigentlich müssen die Kunden da sein, damit du gründen kannst. Ne? Also versuch so früh wie möglich Kunden zu finden, damit du weißt, ob du überhaupt auf der richtigen Spur bist und diesen Schritt dann tatsächlich so umsetzen solltest oder vielleicht irgendwas vorher verändern musst. Genau. Also das ist das, was Marco ja auch schon am Anfang sagte. So macht euch früh möglichst Gedanken über euer Angebot und vor allen Dingen über eure Kunden. Also wer sind eure Kunden und warum sollten die euer Angebot eben kaufen? So, und das ist nicht eine Frage, die dann zum Schluss steht, so wenn schon alles fertig ist und ihr glücklich seid, dass ihr die Rechtsform gefunden habt, sondern diese Vereinbarkeit zwischen Angebot, Kunden und euren Kernfähigkeiten, dieses Dreieck, das muss immer bestehen bleiben. Und ihr müsst eure Kunden halt verstehen, auch vielleicht das, was sie noch nicht sich wünschen. So, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ob es jetzt nebenberuflich ist oder Vollerwerb, das spielt auch keine Rolle. Genau, es macht wahrscheinlich auch Sinn, einfach sich mal dieses Modell der Persona anzunehmen, also sich seinen Wunschkunden auch mal zusammenzustellen, in welche Zielgruppe möchte ich überhaupt mein Angebot adressieren. Weil wenn man jeden als Zielgruppe hat, hat man keinen als Zielgruppe, weil man kein passgenaues Angebot hat. Im Endeffekt ist es immer so, man löst ein Problem für irgendjemanden. Das kann ein Produktproblem, kann eine Produktlösung sein, es kann eine Dienstleistungslösung sein, aber damit ich weiß, was ich anbiete, muss ich ja dieses Problem erstmal identifizieren und damit auch die Zielgruppe, die dieses Problem hat, und dann kann ich diese auch ansprechen mit meiner Lösung. Und dieses Wort Wunschkunde lieb ich eigentlich persönlich auch deswegen so, weil sie noch mehr aussagt als nur einfach das Wort Zielgruppe. Wunschkunde ist nämlich tatsächlich der, wer wäre ideal für mich? Mhm. Mit wem habe ich eigentlich wirklich Bock zu arbeiten? Wem möchte ich gerne was zu verkaufen? Möchte ich gerne was verkaufen. Das ist deswegen so wichtig, weil ihr eine immense Energie da reinstecken müsst. Und wenn ihr nur euch Kunden sucht, auf die ihr eigentlich gar keinen Bock habt, dann werdet ihr nicht dauerhaft diese Energie aufbringen. Also macht euch wirklich mal die Mühe und macht euch ein Bild von eurem idealen Kunden. Also der wirklich Spaß macht, der euch nicht nur bezahlt, sondern wo ihr auch Lust drauf habt, diese Energie da reinzustecken. Denn das ist das, was am Ende eigentlich nur aussichtsreich ist. Genau, Wolfgang fragt jetzt, gibt es vereinfachte Templates für die nebenberufliche Gründung? Also einfache Finanzplanung, Canvas, Persona. Also Wolfgang, ich glaube, wir unterscheiden da gar nicht zwischen nebenberuflich und voll. Weil die Gedanken, die du dir für deine nebenberufliche Gründung machst, die muss sich jeder machen, der gründen möchte. Also ich weiß nicht, wie das für Jane, Peter und Marco sehen, aber da gibt es keinen Unterschied. Also nur vielleicht mindestens im Bereich Geschäftsmodell arbeiten. Genau, im Bereich Geschäftsmodell. Man könnte auch nicht. Entschuldigung, Juliane, nee, mach mal. Mhm. Man könnte es halt nur noch um den Faktor Zeit erweitern, indem man sich eben auch Gedanken macht, wie setze ich das zeitlich überhaupt um? Weil erstmal gehe ich davon aus, dass derjenige noch Vollzeit in der Anstellung ist und wie schafft er es dann, dass die Idee umzusetzen noch daneben? Also, dass man das vielleicht nochmal gesondert betrachtet, aber ansonsten ist eben da kein Unterschied zu sehen. Ja. Aus meiner Sicht, ja.
Und Marco, da habt ihr ja auf der Plattform auch mit Canvas und sowas auch Hilfestellungen bei euch, die man direkt nutzen kann. Ja. Marco, willst du mal rein? Können wir das nochmal zeigen, ne? Oder? Ich kann auch rein, ja, mache ich. Genau, ich teile jetzt nochmal den Bildschirm. Also über den Button Planen haben wir den Reiter Geschäftsmodell entwickeln. Und wenn ihr noch nichts angelegt habt, könnt ihr natürlich ein neues Geschäftsmodell erstellen. Ich habe jetzt mal die Teestube erstellt. Und dann könnt ihr wunderbar mit dieser Geschäftsmodell, also mit der Canvas arbeiten. Und die wirft auch die wichtigsten Fragen auf, die bei einer nebenberuflichen Gründung auftauchen, aber eben auch beim Vollerwerb. Das spielt hier gar keine Rolle. Und da geht ihr rein und Fragen führen euch, also Leitfragen führen euch durch den Prozess. Ne, ihr müsst das nicht sofort alles wissen und ihr werdet auf Themen stoßen, über die ihr euch vorher noch keine Gedanken gemacht habt. Und das ist auch total in Ordnung und gut so, weil dafür gibt es die Gründerplattform und die unterschiedlichsten Tools, damit ihr hier weiterkommt. Und vergesst nicht einfach auch die kostenlose Beratungs-Button dann zu nutzen, wenn ihr nicht mehr weiterkommt. Dafür ist es da. So, ihr könnt auch Freunde und Bekannte einladen über ein Schreibtischkonto. Und genau, das ist alles möglich. Also das ist, hat ja auch schon vorhin Juliane gesagt oder Peter, geht schnell raus, so früh wie möglich mit eurer Idee. Wie finden das die anderen? Kommt das gut an? Was haltet ihr davon? All das ist möglich. Ja. Vielleicht ist auch nochmal wichtig, den Unterschied nochmal zu erklären. Warum sprechen wir hier an dieser Stelle vom Geschäftsmodell? Ein Businessplan ist nämlich nochmal ein bisschen was anderes. Ein Geschäftsmodell ist sozusagen die Grundarchitektur eures Vorhabens. Warum, verdammt nochmal, sollte das Ganze eigentlich funktionieren? Ihr merkt nämlich dann, wenn ihr euch diese unterschiedlichen Fragen beantwortet, die in diesen Kästchen stehen, dass die alle miteinander zu tun haben. Wenn ich eine Kundendefinition finde, also ich habe eine bestimmte Zielgruppe, wenn ich aber den Nutzen für diese Zielgruppe nicht genau auf den Punkt gebracht habe, dann werde ich auch nicht das richtige Angebot dafür finden. Ja, und dann bin ich vielleicht auf der falschen Spur, obwohl ich eigentlich den Nutzen richtig erkannt hatte, aber das Angebot passt nicht zum Nutzen. Ja, und solche Dinge. Und auf solche Widersprüche werdet ihr eben aufmerksam, ohne dass ihr schon in den Tiefen da unterwegs seid, wie ihr es später beim Businessplan machen müsstet. Beim Businessplan geht es dann auch um Zahlen, da muss man mal Umsätze prognostizieren, da muss man sich überlegen, welche Kosten anfallen und sowas. Das ist auf dieser Ebene des Geschäftsmodells noch nicht nötig. Man spricht von der Business Model Canvas, weil Canvas auf Englisch Leinwand bedeutet. Das ist im Grunde euer Business auf einem Blatt Papier. Und das macht es eben extrem charmant. Man kann sich sehr schnell da reindenken und es ist noch nicht so aufwendig wie Businessplan. Und das könnt ihr eben bei der Gründerplattform, auf der Gründerplattform machen. Das ist ja eure digitale Arbeitsumgebung für euer Projekt. Das ist alles geschützt in eurem privaten Bereich. Das kann keiner sehen, außer ihr gebt es eben frei, zum Beispiel in der Beratung oder wenn ihr euch von Friends and Family irgendwie Feedback holen wollt. Diese Möglichkeiten habt ihr in diesem digitalen Prozess, der hier auf der Gründerplattform eben abgebildet ist. Genau, ich zeige euch das mal. Ich nehme jetzt einfach nochmal die Teestube. Und ich kann die Teestube hier teilen. Und dann könnt ihr sozusagen, wenn ihr schon mal das mit eurem Bruder teilen wollt oder mit eurer Freundin, die nicht zu Hause sind oder es geht jetzt gerade nicht, sich zu treffen, Name einschreiben, E-Mail, den Schreibzugriff wählen und dann Zugriff gewähren. Und schon landet eure Idee dann bei euren Bekannten. Oder wenn ihr sogar schon mit einem Gründungspartner zusammenarbeitet, also wenn ihr sogar schon Kontakt aufgenommen habt, möglicherweise zum Gründungsberater oder zu einer Gründungsberaterin und ihr die private E-Mail habt, auch das ist möglich. Ja, ja? Oder im Team gründen. Genau. Ne? Oder also im Team gründen, genau. Wenn ihr zusammen unterwegs seid, so könnt ihr zusammen an eurem Geschäftsmodell schrubben. Mhm. Genau. Wenn ihr das nachher schon fertig habt, und jetzt kommen wir auch noch mal zu ein paar Anfragen, die ihr von hattet. Also wir haben hier den Rechtsformfinder und da habt ihr echt einen Überblick über alle Rechtsformen, die es gibt. Geht damit eben, wenn ihr mögt, zu eurem Berater und
Aber ihr seid dann schon vorinformiert, ihr habt euch dann schon belesen und man geht nicht mehr ganz so kalt und unwissend ins Gespräch rein. Das ist auch was Gutes für euch, dass ihr euch schon vorher informiert. Genau. Und vor allen Dingen, ihr könnt halt vorauswählen. Ne? Ja, geh vielleicht mal in den Finder rein, weil beim Thema Rechtsform, vielleicht können wir das dann nochmal an der Stelle in die Stadtanleitung? Nee, nur in den nach unten rutschen. Sorry. Ja, Rechtsform-Finder und dann auf das Tool direkt unten auf das. Ihr könnt nämlich anhand der Angaben, die für eine Rechtsform eigentlich entscheidend sind, Peter hatte schon angedeutet, es geht um Haftungsfragen. Es geht aber auch um solche Fragen, das kam, glaube ich, von Juliane, wie ist der Marktauftritt? Genau, da geht es nämlich jetzt dann los. Genau. Es geht einerseits um Haftung, das ist wichtig bei Rechtsform. Es geht darum, wie schnell und auf welche Art und Weise kann ich Kapital beschaffen. Und so nach außen gerichtet, so diese Imagefragen, die Juliane ansprach, das ist zum Beispiel auch wichtig im Bereich, wenn man Kredit haben will. Und dann könnt ihr vorkonfigurieren und dann werden entsprechend, was ihr da oben eintragt, werden bestimmte Rechtsformen einfach schon mal ausgeschlossen. Mit denen müsst ihr euch dann gar nicht mehr beschäftigen. Und so könnt ihr euch dem Thema nähern. Aber ich wiederhole es nochmal, alles zu seiner Zeit. Das Geschäftsmodell ist viel wichtiger als die Rechtsform. Und das Geschäftsmodell solltet ihr klar haben, bevor ihr euch dann für eine Rechtsform entscheidet. Ihr könnt eine Rechtsform auch nachträglich ändern. Also das Thema ist nicht so dramatisch, wie das häufig klingt. Gut, ich würde eine Frage gerne nochmal an Juliane und Peter richten, die ja auch ganz viele haben. Das kam hier irgendwo im Chat, Thema Kleinunternehmerregelung. Das ist ja auch was nicht nur bei Vollerwerb, sondern gerade auch bei Nebenerwerbsgründungen eine Rolle spielen kann. Erste Frage nochmal für alle, die es nicht wissen, was ist das überhaupt? Und zweitens, wann ist es wirklich sinnvoll? Wer von euch beiden mag? Ich kann ja mal anfangen. Peter kann dann ergänzen, falls ich was vergesse. Also der Unterschied ist ja der, ob man mit Umsatzsteuer ausweist seine Rechnungen oder nicht. Und ich habe jetzt die Höhe nicht im Kopf, bis wann die Kleinunternehmerregelung gilt. Es waren mal 17.500. Ich glaube, es sind jetzt mehr Umsatz, die man im ersten Jahr oder so machen darf. Und dann schreibt man eben das eben Brutto gleich Netto oder Netto gleich Brutto. Und ist ein wenig einfacher. Man macht es sich einfacher, weil man hat auch mit dem Finanzamt dann erstmal nichts zu tun, mit Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter und so fort. Aber auch da ist wieder Außenwirkung auch so ein Thema. Wenn ich ernst genommen werden will als Unternehmer, als Unternehmerin, dann sieht es einfach nicht so professionell aus, wenn da steht, dass man Kleinunternehmer ist. Weil man weiß ja dann gleich auch, oh ja, okay, der verdient also nicht so viel, der macht das wahrscheinlich nur nebenbei, der ist nicht so bei der Sache, der ist vielleicht nicht ansprechbar. Und noch ein anderer großer Vorteil, den ich sehe, neben diesem großen Nachteil, dass man dann fürs Finanzamt immer mehr machen muss, wobei dann hat man auch seine Buchhaltung immer schön ajour, hat auch einen Vorteil. Ein großer Nachteil ist, wenn man das nicht hat, finde ich, man kann ja eben auch alles, was man selbst kauft, kann man nicht die Umsatzsteuer, die Vorsteuer halt ziehen. Nicht? Und wir haben ja alles, was wir kaufen für unser Business, hat auch einen Anteil Umsatzsteuer. Und wenn ich den gegen meine eingenommene Umsatzsteuer immer schön gegenrechnen kann, macht das natürlich auch was aus. Also ich persönlich, aber auch das ist eine Entscheidung für jeden Einzelnen. Ich war auch mal Kleinunternehmerin für ein paar Monate, war einfacher. Aber ich würde immer wieder den Weg gehen, schnell umzustellen, weil es einfach auch eine andere Außenwirkung hat und eben auch Vorteile hat. Ja. Vielleicht auch noch die Überlegung, also Juliane hat es, glaube ich, ganz gut schon zusammengefasst, aber die Thematik, wenn ich jetzt sowieso plane, mehr als 17.000 Euro oder 22.000, steht gerade hier im Chat, wurde angehoben, erwirtschaften werde, vor allem auch dann im Folgejahr das geplant habe, dann kann ich auch gleich den Schritt gehen. Weil ich muss ihn ja dann zwangsweise gehen, wenn ich diese Grenze reiße und auch im Folgejahr reiße. Daher ist halt die Frage, wie viel Arbeit fällt weg. Und es gibt heutzutage wirklich viele smarte Buchhaltungstools. Man muss das nicht alles in Excel-Listen machen, die einem dann auch die Umsatzsteuer-Voranmeldungen automatisch ans Finanzamt schicken kann, wenn man seine Buchhaltung natürlich sauber führt. Das ist halt immer die Grundvoraussetzung. Und dann ist es, glaube ich, auch überschaubar.
was man da machen muss. Ich hätte noch einen Aspekt, auch ist man, also liefert man aus an Endkunden, also an Konsumenten oder an Unternehmer. Für Unternehmer ist das egal, nicht? Da ist die Vorsteuer eh durchlaufender Posten, denen ist egal, ob da Brutto für Netto steht. Der freut sich ja sogar, wenn er die Vorsteuer abziehen kann, mein Kunde. Aber was ist, wenn ich halt umstellen muss und zum Beispiel Endkunden habe? Da sind 19% Mehrwertsteuer dann drin. Entweder muss ich dann meine Preise sofort um 19% erhöhen, was beim Endkunden nicht für Begeisterung sorgt. Oder eben ich mache es nicht und habe aber selbst ganz viel weniger. Und deshalb sollte man da gut überlegen, welchen Schritt man da geht. Ja, ich finde auch das letzte Argument, glaube ich, Juliane, das ist am Ende des Tages, glaube ich, auch das Entscheidende. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung gewesen, diese ganze Aufwandsüberlegung, die hinter der kleinen Unternehmerregelung ja steht, die ist am Ende nicht so wirklich wichtig. Ich gebe zumindest viele Vorteile auf, die ich aus dem Vorsteuerziehen habe, nur um ein bisschen weniger Aufwand zu haben. Also das zieht alles, glaube ich, nicht so richtig. Ich glaube, das kam bei euch beiden raus, sehe ich ganz genauso. Aber was tatsächlich der einzige Case bleibt, wo das wirklich Sinn macht, ist Endkundengeschäft und irgendwie kleine Preise. Ich bin im großen Wettbewerb oder so. Dann ist es wirklich schon mal entscheidend, ob ich, wenn ich 100 Euro in Rechnung stelle, ob ich dann 100 habe oder eben nur 80, ne? Also für diese Leute, die eben Kleingeschäft haben und im harten Wettbewerb stehen, da kann das, glaube ich, Sinn machen. Aber die Aufwandssache ist, glaube ich, tatsächlich zu vernachlässigen. Ich würde gerne noch mal ein, zwei Fragen aufgreifen. Genau, und zwar von EPRU. Und der ist jetzt schon fast mit allem fertig und stellt jetzt die Frage, sollte ich mir Sorgen machen, wenn ich bereits in wenigen Monaten alle Voraussetzungen für mein Business erfülle und damit starte? Das heißt, wahrscheinlich meinst du, du hast dich noch nicht beim Finanzamt gemeldet oder genau, wie lange sollte sich hier Zeit lassen? Wie lange er sich Zeit lassen soll mit dem Organisatorischen? Oder ich habe die Frage jetzt... Genau, da fehlt mir auch noch ein bisschen was... Oder willst du sofort starten, ohne dass du dich jetzt vielleicht noch nicht beim Finanzamt gemeldet hast? Oder was meinst du genau? Vielleicht schreibst du es noch mal ein bisschen genauer hin. Also grundsätzlich, genau. Glaube ich, ist es kein Nachteil, wenn man seine Hausaufgaben auch schnell macht. Genau. Und sein Geschäftsmodell und seine ganzen Themen, die Wunschkunden etc. schon mal zusammen hat. Die Anmeldung beim Finanzamt dauert halt für gewöhnlich ein bisschen, bis man die Steuernummer bekommt. Das kann hier zum Beispiel in München auch mal 6 bis 8 Wochen dauern, bis da was kommt. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, dass man entweder die Rechnung dann erneut stellt, korrigiert, wenn der Kunde sich drauf einlässt, dass man die erst einmal schon mal stellen kann, um ja einfach das Einkommen zu haben und die dann auch noch mal korrigiert. Aber grundsätzlich ist es jetzt kein Nachteil, wenn man seine Hausaufgaben schnell macht. Die Frage ist halt nur, hast du alles durchdacht? Wirst du sowieso nicht können, weil sich vieles erst auf dem Weg, während du das tust, wenn du dein Geschäftsmodell ausprobierst, dein Business führst, wirst du erst auf viele Punkte stoßen, die du vielleicht nicht bedacht hast. Deswegen sind wir, glaube ich, Juliane und ich, immer der große Freund davon, nicht alles nur verkopft anzugehen, sondern auch einfach zu testen und zu machen, weil dann wird man vieles auch für sich herausfinden und lösen können. Genau, nochmal eine Frage von Stefanie, die fragt, ist mein Geschäftsmodell auf der Plattform für andere sichtbar oder nur, wenn ich die Idee anderen zusende? Marco? Ja, ganz klares Nein. Also wir sind kein Facebook, wir sind keine Social Community. Im Gegenteil, irgendwann wollen wir, weil viele unserer Nutzer das auch fragen, können wir uns nicht über euch vernetzen, können wir nicht eine Community sein und so. Das sind wir aktuell eben nicht, ne? Also es ist eine reine Arbeitsumgebung, an der du in deinem geschützten Bereich an deinem Ding arbeiten kannst. Das sieht niemand. Das sehen auch wir nicht und KfW und BMWi schon mal gar nicht. Und du musst es explizit jemandem freigeben, damit der oder diejenige dann darauf Zugriff hat. So lange sieht es sonst niemand. Genau, hier kommt noch eine Frage von Andrea. Zum Start Kredit aufnehmen oder doch lieber Erspartes einsetzen? Peter.
Was ist dein Rat? Wie wir es heute schon sehr oft gesagt haben, es kommt darauf an. Also es kommt wirklich darauf an, wie das Geschäftsmodell aufgebaut ist. Hast du große Anfangsinvestitionen? Es gibt es ja durchaus, wenn man jetzt Ware ankaufen muss, wenn man einen Prototypen teuer produzieren lassen muss, um überhaupt erst in den Test zu kommen, dann wird man wahrscheinlich über Fremdkapital nicht herumkommen. Ob das dann ein Kredit sein kann, ob das Fördermittel sein kann, ob das vielleicht Angel-Investoren sein können, das sei mal dahingestellt. Grundsätzlich starten aber ganz viele Unternehmen mit den 3S, Family, Friends and Fools, heißen die. Das heißt, von denen hole ich mir als erstes das Geld, weil sie an mich glauben. Und ich kann das so ein bisschen den Anfangsaufwand finanzieren. Und was man beim nebenberuflichen Gründen sicherlich auch nicht vergessen darf, ist, dass man ganz oft auch sein eigener Investor sein kann am Anfang. Wir hatten das ja eingangs schon, man hat ein Einkommen durch sein Angestelltenverhältnis. Und wenn man ein bisschen sparsam damit umgeht, hat man sogar vielleicht noch ein bisschen Geld übrig, um das ins eigene Unternehmen zu investieren. Das heißt, ich würde den Kredit dann aufnehmen, das ist aber auch wieder eine persönliche Meinung, wenn ich es entweder muss, weil ich hohe Investitionskosten habe, oder wenn ich den wirklich konkret in Wachstumsprognosen investieren kann. Das heißt, ich habe meinen Markttest gemacht und weiß, wenn ich jetzt da mehr Geld rein investiere, mehr Zeit rein investiere, dann werde ich auch mehr verdienen potenziell. Und dann macht so ein Kredit, glaube ich, Sinn. Dankeschön, Peter. Es ist aber auch ja gar nicht so, dass man um das Eigenkapital drumherum kommt, wenn man eine Kreditfinanzierung macht, ne? Also Banken sehen das schon ganz gerne, dass ihr einen Sockel irgendwie auch selber ins Risiko geht und nicht nur verlangt, dass die Bank euch irgendwie Kredit gibt, ne? Also von daher gibt es in der Regel eigentlich auch viele Mischformen. Genau, lasst mich noch mal kurz einen Bildschirm teilen, weil ich wollte euch zeigen, wie ihr auch diese Frage über die Gründerplattform beantwortet bekommt. Und zwar haben wir über diesen Button Finanzieren, Finanzierung verstehen. Und hier könnt ihr sozusagen die herausfinden oder erstmal Finanzierungsmöglichkeiten kennenlernen. Und das könnt ihr eben mit diesem Pendler und Regler machen. So, wenn man jetzt nicht so viel braucht oder weniger braucht, es gibt Gründungen, da braucht man erstmal gar kein Geld, sondern man fängt erstmal ganz klein an. Und dann gibt es auch Gründungen, auch im Nebenberuflichen. So, und dann, ja, kann man hier schon sehen, was kommt raus. Ja, also man kann auch hier nochmal wenig Arbeitsaufwand und dann könnt ihr sehen, ja, das kommt in Frage und das eher nicht. Also wir haben sozusagen zu jeder Finanzierungsmöglichkeit euch auch nochmal Informationen mit an die Hand gegeben. Ja. Bier, ich greife mir auch eine Frage nochmal raus, ja, die man ganz schnell beantworten kann. Daniel fragt, kann ich auch ohne Rechtsanwalt eine Rechtsform wählen und ein Gewerbe anmelden? Die ist relativ einfach erstmal zu beantworten mit einem Ja. Also einen Rechtsanwalt brauchst du formell dafür nicht. Also die Frage ist, wo macht es Sinn, sich mal rechtlichen Rat einzuholen? Bei den Rechtsformen ist es so, dass ihr bei einigen, zum Beispiel GmbH, müsst ihr halt zum Notar, ne, um das irgendwie zu beurkunden. Das ist dann aber nochmal ein bisschen was anderes. Also ein Gewerbe anmelden, da braucht ihr einen Rechtsanwalt gar nicht für. Das ist eher so ein Verwaltungsakt, als würdet ihr irgendwie eine neue Wohnung anmelden oder sowas. Und aber grundsätzlich geht es eher um die juristische Begleitung bei Fragen, die ihr habt. Genau, ich gehe nochmal auf eine Frage ein. Kann man Geschäftspartner auch auf Basis von Gewinnbeteiligung anstellen? Gibt es da so etwas? Marco, könnt ihr dazu was sagen? Peter? Ich habe mich eben ein bisschen gefragt, was die Frage genau bedeutet, weil auf eine Art ist ja, wenn ich Mitgründer bin, bin ich ja eben am Gewinn beteiligt. Also was genau ist, versteckt sich jetzt hinter dieser Frage. Juliane oder Peter, habt ihr? Ich vermute, dass es auf die auf das erfolgsbasierte Zusammenarbeiten abzielt. Es gibt diese Möglichkeit, die kennt man aus dem Vertrieb, mit Handelsvertretern, die auch rein auf Provision arbeiten. Würden wir das empfehlen? Ich glaube eher nicht im Gründerkontext im Frühen, weil das meistens so das Thema hat, dass diese Personen nicht nur auf ein Thema fokussiert sind und sich auch nicht nur darauf committen können. Das heißt,
was wäre der Nachteil, zusammen zu gründen? Dann ist es genau wie du sagst, Marco, ja eine erfolgsbasierte Zusammenarbeit. Und wenn das Unternehmen fliegt sozusagen, dann haben auch beide Gründer was davon. Jemanden auszuschließen und zu sagen, du verdienst nur im Erfolg auf Umsatzbasis, macht für mich nicht so viel Sinn, weil die Leute dann im Gründerteam auch nicht so committed sind für diese Gründung. Das heißt, im Gründerteam ist es ja normalerweise so, dass man sich Personen sucht, die sich thematisch ergänzen. Das heißt, ich kann zum Beispiel Marketing und ich suche jemanden, der programmieren kann und zusammen gründen wir ein Unternehmen, weil ich kann das, was der Programmierer programmiert, dann vermarkten, dann macht das Ganze Sinn. Und da hilft es, glaube ich, auch die Überlegung, nicht möglichst 100% der Firma bei sich zu halten, weil es dann einfach mehr Geld für mich ist, sondern braucht dann schon auch so ein verschworenes Team, das an einem Strang zieht und Gas gibt und da auch das Ganze zum Erfolg führen möchte. Einen Punkt würde ich auch gerne von euch nochmal einsortiert haben unter dem Aspekt der Nebenberuflichkeit. Hier kam nämlich auch die Frage nach Franchise-Geschäftsideen. Eine Info vorweg, also wenn euch das Thema interessiert, Gründerplattform ist dafür, glaube ich, ein super Tool, weil wir in Zusammenarbeit mit dem Franchise-Verband sogar so ein Franchise-Finder mit eingebaut haben. Also wenn ihr mal nach dem Stichwort Franchise auf der Gründerplattform sucht, werdet ihr fündig und könnt vielleicht sogar schon ein Franchise-Modell für euch einkreisen, dem ihr euch dann anschließen wollt. Aber jetzt die Frage an Juliane und Peter. Nebenberuflich Franchise, gute Idee oder eher nicht? Kommt ein bisschen aufs Geschäftsmodell an, weil wenn ich jetzt zum Beispiel vorhabe, eine Burgerkette aufzumachen, dann kann ich das allein aufgrund meiner Zeit und örtlichen Abhängigkeit zu meinem Angestelltenverhältnis vielleicht schlecht vereinbaren. Es gibt aber durchaus auch Franchise-Systeme, die jetzt im digitalen Umfeld sich abspielen, ist, glaube ich, schon machbar. Also was ist der große Vorteil von einem Franchise? Ist, dass man ein bewährtes Konzept ja schon vorliegen hat, dass man eben im Endeffekt selber umsetzen kann. Das hat sich schon bewährt. Ich weiß, wenn ich da Energie reinstecke, dann hat es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es auch funktioniert. Natürlich ist man da trotzdem, muss man sich trotzdem committen und Gas geben, weil von alleine fliegt auch so ein Franchise-Modell nicht. Aber man muss sich halt auch bewusst sein, dass man da natürlich, was das Geschäftsmodell und was die kreative Entfaltung angeht, natürlich sehr stark eingeschränkt ist, weil man ja sonst auch nicht die Vorteile eines Franchise-Systems heben könnte. Also grundsätzlich muss man sich dessen einfach, glaube ich, nur bewusst sein und dann, denke ich, spricht da nichts dagegen, solange das irgendwie vereinbar ist in dem Konstrukt des nebenberuflichen Gründens. Ich habe mich gerade auch gefragt, ich weiß nicht, ob das unter den Aspekt Franchise läuft, aber es gibt ja unheimlich viel, gerade im Nebenberuflichen, auch Network-Marketing. Das ist ja im Grunde genommen auch, dass man Produkte hat, die einer Marke, die man eben selbst als Selbstständiger vertreibt. Und weil sich eben das Konzept auch bewährt hat, ne? Und man bekommt die Broschüren, man bekommt Proben und so weiter und so fort und tritt dann eben als Selbstständiger auf und vertreibt das, aber man hat das Produkt nicht selbst kreiert, sondern es kommt von irgendeiner Firma. Und das ist total beliebt, gerade bei Frauen, diese Art der nebenberuflichen Gründung. Ja, hier kommen gerade noch ein paar spannende Fragen rein. Wir gehen ja auch so langsam aber sicher auf die Zielgerade zeitlich, glaube ich. Genau. aber ich glaube, das passt ja ganz gut. Genau. Also Sven hat hier zwei Sachen reingeschoben, die ich gern euch nochmal zuwerfen würde, Juliane und Stefan. Also einerseits, Juliane, du sprachst ja über Außenwirkungen und er fragt jetzt, ist eine Präsentation als Startup gut fürs Image? Also sollte ich mich gerade, wenn ich nebenberuflich gründe, Startup nennen oder besser nicht? Was denkt ihr? Peter, du Start-Upper. Ich habe da auch immer so ein bisschen meine Befindlichkeiten mit dem Wort. Naja, gut, also es ist ja ein grundsätzlicher Unterschied, ob man jetzt Existenzgründer ist oder ein Start-up, liegt meistens in der Skalierung des Business-Modells. Also wenn ich jetzt Selbstständiger bin, dann bin ich per se wahrscheinlich kein Start-up. Wenn ich jetzt irgendwie ein Unternehmen, ein E-Commerce-Unternehmen gründe oder ein Software-as-a-Service-Unternehmen, was das Potenzial zumindest hat, schnell zu wachsen und sich eben in der Phase befindet, ein Geschäftsmodell zu finden,
dann bin ich per Definition auch ein Startup. Wenn ich dann keinen guten Job mache, dann bringt mir das Labeling natürlich auch nichts, aber man kann sich durchaus dazu bezeichnen, wenn man so auch in dieses Kriterium reinfällt. Also wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht. Sven hat auch noch die Frage, finde ich auch sehr spannend, welche Tipps habt ihr für die Sicherstellung der Erreichbarkeit für den Kunden? Das ist ja wahrscheinlich ein Thema bei vielen Nebenerwerbsgründern, Gründerinnen. Und das ist halt auch immer die große Frage, ne? Also oftmals, auch da wieder Thema Außendarstellung, ist es nicht, aus meiner Sicht, nicht unbedingt so vorteilhaft, so sehr zu betonen, dass man das nur nebenberuflich macht. Mhm. Weil man eben gleich wieder, ach, ist derjenige überhaupt dabei? Kann ich dem Auftrag überhaupt geben? Schafft der das? Ist er erreichbar für mich? Ne? Grundsätzlich würde ich halt immer versuchen, es kommt natürlich auf das Business an. Ne? Also es ist auch wieder ganz doll davon abhängig, was man anbietet, was man macht, dass man eben auch seine Kunden diesbezüglich nicht verwöhnt. Also dass man immer erreichbar ist. Ja, dass dann eben gar nicht diese Erwartungshaltung kommen kann, dass man eben morgens um 6, mittags um 12 und nachmittags um 15 Uhr wirklich erreichbar ist. Dann im Normalfall ist man ja auch am Arbeiten an Kundenprojekten und so weiter und so fort und nicht nur für den einen Kunden. Und dass man sich da einfach auch so eine gewisse Karenzzeit einfach auch genehmigt. Man muss nicht 24/7 für den Kunden zur Verfügung stehen. Man kann es nicht. Und deshalb wäre das so meine Empfehlung, da nicht immer gleich zu springen. Schon da erzieht man seine Kunden ein bisschen, ohne gleich raushängen zu lassen. Man ist eben tagsüber nicht erreichbar. Was wäre deine Empfehlung, Peter? Ja, also wenn es vom Business-Kontext vielleicht nötig ist, weil ich vielleicht einen Webshop habe, dann gibt es auch noch Möglichkeiten, dass man natürlich auch den Support an einen Dienstleister auslagern kann. Es gibt sogar Möglichkeiten, dass Telefonate angenommen werden von einem Dienstleister und dann wird eben notiert, was das Anliegen des Kunden ist und ich kann ihn dann zurückrufen, wenn es eben nötig ist. Grundsätzlich kann es aber auch schon helfen, wenn man Servicezeiten angibt. Ja, dann ist es, glaube ich, alles ganz gut machbar. Also klar, als Selbstständiger muss ich nicht rund um die Uhr vielleicht erreichbar sein, wenn ich jetzt einen E-Commerce-Shop betreibe und Kundensupport-Anfragen reinkommen, macht es vielleicht schon Sinn, sich einen Support-Mitarbeiter extern vielleicht als Dienstleister, als Freelancer dazu zu holen. Es gibt auch immer die Möglichkeit, Outsourcing zu machen, gerade am Anfang vielleicht durch einen virtuellen Assistenten, der auf Stundenbasis mir zuarbeitet, ohne dass er bei mir angestellt ist. Gibt es auch die Möglichkeit, also da sicherlich auch professionell aufzutreten, ohne dass man jetzt rund um die Uhr erreichbar ist. Und auch ein Vollzeit-Selbstständiger, Solo-Unternehmer ist ja nicht immer verfügbar. Ne? Wenn man jetzt einen Tagesworkshop hat, entweder beim Kunden oder auch einen anderen Workshop, wo auch immer an der Hochschule, in der Zeit, wo man diesen Workshop hält, den Vortrag, ist man eben auch nicht erreichbar. Und auch das muss man ja auch als Vollzeit-Selbstständiger irgendwie regeln. Dankeschön. Jetzt kommt gerade noch eine Frage von Lisette rein, wo ich persönlich jetzt gerade blank bin. Die Frage habe ich mich noch nie gefragt. Braucht man einen deutschen Pass, deutsche Staatsangehörigkeit, um eine GmbH zu gründen? Weiß das zufällig jemand von euch? Sonst müssten wir die Frage tatsächlich zurückstellen. 100% sicher leider auch nicht, aber es glaube ich, reicht ein europäischer, also in einem europäischen Land, Bürger zu sein, weil man darf ja aus der EU frei die Berufswahl durchführen und damit auch Firmen gründen. Ja. Genau. Prima. Dankeschön, Peter. Ja, 17.40 Uhr fast. Genau. Ich finde, ja. Haben wir einiges geschafft, oder? Wir haben nicht alle Fragen beantworten können, aber ich hoffe, dass für die allergrößte Zahl der Leute tatsächlich doch auch was dabei war. Genau. Ja, Juliane und Peter, also ich glaube, klein starten, dann immer wieder neu justieren und weiterentwickeln, experimentieren ist auf jeden Fall die gute Nachricht oder die gute Empfehlung, gerade wenn man es nebenberuflich angeht, richtig? Absolut. Und einfach auch loszulegen und zu machen. Genau. Ja, nicht zu viel überlegen, loslegen.
so ein schönes Schlusswort, oder? Ja, finde ich auch, in diesem Sinne. Vielen Dank, okay. Liliane, vielen Dank, Peter, vielen Dank, Marco. Und vielen Dank für euch alle Dank da draußen, die ihr dabei wart. Genau, war richtig toll. Macht's gut. Ja, gerne. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.